Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich nehme euch mit durch die kommenden Tage. Ich bin genau one week out zu meinem ersten Profi-Wettkampf. Wie verrückt ist es einfach. Ich habe heute Morgen meinen Formcheck gemacht. Das Gewicht war bei 60,15, was sehr, sehr wenig ist für meine Verhältnisse. Genau, deswegen ist heute ein Special-Tag. Ich esse nach alten Diätplan vom März oder so ist der, glaube ich. Das heißt, es gibt Frühstück, Haferflocken, es gibt Pre, es gibt Post und heute Abend 40 Gramm Mandelmus. Also heute wird ein schöner Tag. Gestern war ich echt ein bisschen platti, auch nach dem Beintraining, aber zum Glück hatte ich da nicht mehr so viel auf dem Zettel. Und jetzt wird erstmal gefrühstückt, dann gearbeitet und dann geht es ins Schultertraining. Genau, ich bin hier gerade in so einem Apartment, es ist wirklich nicht so cool. Es ist nur ein Zimmer. Der Gastgeber und ich, wir sind nicht so gut miteinander. Der wohnt zwar nicht hier, aber der kreuzt ja irgendwie mal wieder auf und es ist einfach so eine unangenehme Stimmung. Deswegen bin ich froh, wenn ich am Mittwoch hier wieder weg bin. Ich habe ein neues Apartment gebucht, da bin ich ab Mittwoch, heute ist Sonntag, also noch 2 bis 3 Tage durchhalten. Und dann kommt auch Hannah schon wieder zurück. Ja, da freue ich mich sehr. Weil das schon echt sehr, sehr komisch hier. Grundsätzlich habe ich kein Problem damit, alleine zu sein, aber wenn man immer mit einer Person ist und die ist dann plötzlich weg, ist man so, Also ich freue mich sehr auf Mittwoch. Mittwoch wird mein Tag. Das gibt es jetzt Haferflocken und Ei statt Proteinpulver, weil ich habe ja kein gutes Proteinpulver für meine Haferflocken dabei, deswegen Proteinquelle hier. Und das dann noch. Und ich sage es euch, Leute, ich freue mich so sehr, wenn die Diät vorbei ist und ich einfach diese ganzen neuen Proteinpulver ausprobieren kann. Die habe ich natürlich jetzt auch alle nicht dabei. Ich habe nur Final Protein mit. Und ja, das ist jetzt im Purge nicht so das Favorite, deswegen wie gesagt, das separat. Und bei den anderen Meals trinke ich das dann einfach. Und dann mache ich das so als Creme oben drauf. Aber es sind einfach so viele neue Proteinpulver rausgekommen. Und ich freue mich einfach so, mich richtig schön durchzutesten, wenn ich wieder zu Hause bin. Und dann gibt es das jetzt erstmal, ich kann es irgendwie noch gar nicht glauben, das wird jetzt richtig zelebriert, total gestört eigentlich. Aber wenn man irgendwie die ganze Zeit so wenig isst und ich habe mich auch gut dran gewöhnt und dann plötzlich hier so viel kommt, ist man erstmal so, was passiert hier gerade? Ich habe richtig Bock aufs Training gleich. Vor allem, weil es vorher auch noch ein Pre-Workout gibt. Ich kann schon gar nicht sprechen. Ja, also. Ich sag's euch, diese Kombination ist einfach so gut. Es ist ein Träumchen. Also, falls jemand dieses Flame Tasty noch nicht getestet hat, macht es unbedingt. Und auch dieses Black Sandwich Cookie Gedöns, auch sehr gut. Also, wirklich eine riesen Empfehlung. Geht immer auf alles. Und das war mein tägliches Make-up. Dauert 7 Minuten und ja, tut sehr viel für mein allgemeines Wohlbefinden. Und Schminken ist bei mir irgendwie immer so eine Phase. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel genau das Gegenteil, da habe ich mich gar nicht geschminkt. Aber jetzt gerade mache ich es echt sehr, sehr gerne. Höre dann einfach irgendwas, Musik oder einen Podcast und ja, fühle mich da irgendwie dann einfach so ein bisschen frischer und vitaler, weil ich dann auch nicht so müde aussehe. Genau, deswegen schmecke ich mich zurzeit sehr, sehr gerne. Und jetzt geht's an die Arbeit. Es gibt jetzt meinen Final Protein Shake und ein Pre-Workout Meal. Ich kann es gar nicht fassen. Und dann arbeite ich noch ein bisschen und dann mache ich mich auf den Weg.
mein Pre-Workout-Stuff fertig gemacht. Es gibt Crank Pump Pro für einen guten Pump. Nicht nur für einen guten Pump gut, sondern auch, weil einfach euer Muskel besser durchblutet wird, dadurch auch besser mit Nährstoffen versorgt wird. Also ein Pump-Booster ist immer sinnvoll. Dann für nach dem Training Final Protein. Und dazu gibt es ja, das ist mein Salz für den Tag, noch Maispudding. Ich bin jetzt an der Bushaltestelle, die dabei dann immer meine Pre-Workout-Sachen, fahre dann so 20 Minuten mit dem Bus, dann nochmal 10, 15 Minuten laufen und dann bin ich schon im Gym. Aber irgendwie mag ich das Busfahren hier, es ist ganz entspannt, dann schneide ich immer ein paar Stories oder arbeite noch ein bisschen. Ja, also mag ich ganz gern. Ich habe mit Vanessa zusammen trainiert, wir haben Shouldern gemacht und sie hat dann noch Bizep gemacht und ich habe Brust und Trizep gemacht und ein bisschen Bauch. Maispudding und hier ist übrigens das Gym. Training war gut, jetzt gibt es Maispudding und noch 30 Gramm feine Protein und dann geht es nach Hause an die Arbeit. Es ist noch sehr viel zu tun heute, genau, deswegen futter ich das jetzt schnell und dann fahre ich wieder mit dem Bus zurück. Also mit der habe ich jetzt gerade Schultern. Ich bin Vanessa, wir haben gerade Schultern trainiert und hier gibt es jetzt auch einen Maispudding. Genau. Ich habe noch ein bisschen mehr. Bei mir gibt es jetzt Kollagen. Ich trinke das ganz gerne zur Zeit als so kleinen Zwischensnack. Ich habe übrigens eine Bestellung gemacht bei ESN und habe die hier hinliefern lassen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich sehe es ja noch nicht so richtig. Aber DHL hat jetzt noch 1,5 Wochen Zeit, das zu liefern. Also es sollte eigentlich schon klappen. Es gibt nochmal das Mehl von gerade eben, Spargel, Hähnchen, bisschen Ketchup drauf und dann wird hier weitergearbeitet. Ich habe gerade noch spontan ein kleines YouTube-Video gedreht, so einfach so mal ein bisschen Talk und Wirrwarr-Gelaber von mir. Ja, hatte ich irgendwie Bock drauf und das lade ich dann, jetzt werde ich auch, glaube ich, direkt hoch. Und ansonsten gibt es gleich mal noch ein Meal. Ich freue mich richtig. Es gibt ein bisschen mehr Mandelmus noch oben drauf, beziehungsweise ich esse ja gerade Peanut Butter. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon in irgendeinem Video, habe ich das schon gesagt heute? Keine Ahnung, der Gedanke ist heute auf jeden Fall oft da, dass ich mich so freue, wenn ich wieder zu Hause bin. Vielleicht habe ich es auch Vanessa gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Und einfach diese ganzen neuen Produkte ausprobieren kann. Ich glaube, ich habe das ja morgen schon beim Frühstück gesagt. Und mir so ein richtig nettes Porridge einfach mache. Ich habe zu Hause auch Softdatteln und das wird einfach richtig nett.
Aber grundsätzlich versuche ich mich gar nicht mit so Essensgedanken eigentlich so viel aufzuhalten, weil bringt halt nichts. Gibt es halt jetzt sowieso nichts zu essen. Und das empfehle ich euch auch, wenn ihr in der Prep seid oder generell in einer Diät seid, euch gar nicht so Food-Videos und so angucken. Das ist halt richtig gestört teilweise. Ich habe ja früher immer so Cheat-Day-Videos angeguckt von Julian Zietlow. Und eigentlich voll krass rückblickend, wenn man überlegt, Julian Zietlow hat ja früher Size Zero gemacht und dann in Kombination immer diese krassen Cheat-Days und eigentlich ist es einfach Binge, was er da gefilmt hat und man hat es halt gefeiert und es ist einfach so gestört. Ja, auf jeden Fall sowas, ich habe einfach wie so eine gestörte, teilweise YouTube durchforstet, mir das dann sogar fast auf Englisch angeguckt, einfach nur um diese Leute essen zu sehen, also richtig gestört. Macht es nicht, es macht es nicht besser. Und man selbst denkt dann, wenn man dann isst, man muss auch solche Mengen essen, weil man hat sie die ganze Zeit schon in den Videos so gesehen. Also wirklich keine Empfehlung. Auch wenn mir so auf Instagram so Essenssachen angezeigt werden, immer ganz schnell weggeswiped, damit ich gar nicht in so einen Algorithmus gerate. Ja, weil im Endeffekt bringt es euch ja nichts. Das gibt es jetzt nicht. Und in dem Maßen sollte es sowieso auch in der Offseason nicht geben, weil es einfach ein Extrem ist, was nicht gut ist. Und ja, genau. Das mal kurz zu meinen Essensgedanken. Und ja, aber trotzdem denke ich, ist es so kurz am Wettkampf, in so einer krassen Wettkampfphase auch normal, dass man so ein bisschen auch mal an so einem Laden vorbeiläuft und so denkt, das wäre jetzt nett. Und hier gibt es auf jeden Fall richtig nette Foodspots. Ja, aber wie gesagt, ich versuche mich nicht mit diesen Gedanken zu extrem zu befassen und freue mich richtig auf den morgigen Tag. Ich versuche jetzt mal auch ein bisschen weiter hier zu machen, damit ich noch genug Schlaf bekomme, weil morgen früh mache ich ein Early Bird. Ich muss noch Meal Prep machen und um 9 geht unser Zug. Ja. Das letzte Meal. Ich mache immer einen Deckel drauf und oh, okay, was passiert jetzt? Ich mache immer einen Deckel drauf und lasse es dann da so ein bisschen brutzeln auf mittlerer Stufe. Vielleicht ist das gerade ein bisschen viel. Dann kommt der Flavin Tasty drauf. Dann nimmt man es kurz von der Herdplatte runter. Lässt es nochmal kurz stehen, weil dann löst sich das, ohne dass so viel hängen bleibt da von dem Ei in der Pfanne. Und wir haben ein kleines Problem. Der Supermarkt macht morgen um 9 Uhr auf. Ich habe kein Hähnchen mehr, nur noch ganz wenig Eiklar. Und das wird morgen Meal Prep-mäßig eine ganz dünne Geschichte für Valencia. Aber ich habe Final Protein und werde dann wahrscheinlich noch so einen kleinen Hähnchenaufschnitt-Move machen müssen, weil im Supermarkt kriegt man ja immer Hähnchenaufschnitt. Ja, ist nicht das Optimum. Aber der macht erst um 9 auf, das wusste ich nicht. Heute ist Sonntag und um 9 kommt der Zug. Also mega. Aber egal, es gibt für alles immer eine Lösung. Und wie ihr sehen könnt, keine Rückstände. Und hier ist jetzt mein letztes Meal. Es ist so gut. Probiert es unbedingt mal aus. Das Meal ist gefuttert. Jetzt gibt es meine ganzen Supplements. Kreatin, Glutamin, Athlete Stack, Essential Pros, Kurkumin. Also einmal die ganze Batterie rein. Und dann mache ich mich bettfertig. Und dann geht es ins Bett. Ich bin einfach so hart am Schwitzen gerade. Es ist so heiß. Fenster ist schon offen, aber es bringt nichts. Plus ich hatte gerade die ganze Zeit meinen heißen Laptop da auf dem Schoß liegen. Ja, es ist gut warm. Aber ich will mich nicht beschweren, besser als Kälte. Genau. Good night. Good morning. Ich habe es im Zug geschafft. Es war richtig stressig heute Morgen. Ich habe ganz schön gefrühstückt, mein Meal Prep gemacht. Und wollte mich dann eigentlich mit Vanessa hier am Bahnhof treffen. Wir haben uns aber nicht gefunden und sie sitzt jetzt in einem anderen Zug. Ist aber schon losgefahren und ich sitze jetzt im falschen Zug und fahre noch nicht los, aber Hauptsache fährt nach Valencia. Den Rest sehen wir dann gleich. Ja. Und meine hat Verspätung, weil hier irgendwie einer mit Drogen ein Problem hatte. Und der wurde dann hier gerade eben aus dem Zug getragen. Und deswegen fahren wir hier irgendwie noch nicht los. Aber es sollte gleich soweit sein. Problem, ich habe einen leeren Shaker, kein Wasser. Und sitze jetzt hier 2,5 Stunden und habe heute noch nichts getrunken. Und ich sehe jetzt schon, das werden jetzt harte 2,5 Stunden. Aber gut, kann man nicht ändern. Ich bin sehr dankbar hier um meinen Strickpulli. Ich habe schon fast geahnt, dass es hier kalt sein wird und es ist kalt. Die Klimaanlage ist an. Und
ich hatte das die letzten Tage ja schon, dass mir immer so kalt war. Und dann dachte ich, komm, lass den Strickpulli einfach mal in der Tasche. Obwohl es 28 Grad draußen sind. Und es war die richtige Entscheidung. Oh, wir sind in Valencia und es gibt erstmal ein bisschen Food. Hier gibt es Eiklam. Wir saßen jetzt hier im Café, haben Kaffee getrunken, Cola getrunken, was gegessen. Und wir waren auf Erkundungstour und da kommt auch schon Vanessa rausspaziert. Jetzt hat es schon mal los. Food. Yes. Bei mir schöne Süßkartoffeln. Bei mir ohne Carbs. Aber das kennen wir ja schon. Ja, das ist Süßstoff. Genau, also hier, so heißt Süßstoff auf Spanisch. Und es gibt wieder Coffee und Coke. Eiklar, zweite Hälfte mit Duckweed Crumble. Da gibt es wieder das gleiche wie eben. Wieder das gleiche zweimal. Aber das sieht zwar eklig aus hier gerade, ist aber richtig lecker. Update. Wir waren einkaufen, damit wir jetzt auf der Rückfahrt nicht verdursten. Und jetzt geht's zurück. Und es war gerade ein bisschen bewölkt, aber jetzt kommt die Sonne zum Glück wieder raus. Aber jetzt steigen wir in den Zug, also mega. Ja. Nummer 5. Wir mussten auf Hähnchenaufschnitt zurückgreifen, weil das mit dem Supermarkt so also ein bisschen problematisch war. Tomatoes. Und da gibt's einen Rice Pudding. Nee, Eiklar. Ach so, Eiklar. Einfach Eiklar, auch mit Flame Tasting. Wunderbar. Letztes Meal, dazu noch ein bisschen Gemüse. Und ich bin wieder zurück. Wer hätte es gedacht? War echt ein cooler Tag. Wir sind gut durch die Gegend gelaufen, saßen schön im Café. Also es war sehr, sehr nett. Und Valencia ist richtig schön. Also es ist eine Empfehlung, wenn ihr in der Nähe seid, da auch mal hinzufahren. Und genau, jetzt esse ich noch. Schau mir gleich noch irgendwas auf YouTube an oder irgendwie irgendeine kleine Unterhaltung. Und dann gehe ich schlafen. Und morgen geht dann wieder meine Pikuki richtig los. Heute der Flame Tasty Konsum ist durch dieses dreimal Eiklar ein bisschen ausgeartet, weil ich auch kein Gemüse hatte. Aber ab morgen gibt es nur noch einmal Flame Tasty. Einfach um den Süßstoff ein bisschen zu reduzieren. Jetzt in der Peak Week. Heute war es noch okay. Aber ab morgen reduziert. Das gleiche geht auch für Cola Zero. Und also dass ich da mal ein bisschen mehr Wasser wieder trinke. Normalerweise vertrage ich es ganz gut, aber in der Peak Week möchte man es natürlich möglichst perfekt machen, deswegen wird es dann reduziert. Ja, so, das gibt es jetzt. Es ist einfach ein Träumchen. Kann ich nur immer wieder betonen. Good morning, ich habe richtig schön ausgeschlafen. Ich habe jetzt aber 1,5 Stunden mehr und die nutze ich jetzt die Woche einfach, um noch ein bisschen im Bett liegen zu bleiben. Vielleicht mich nochmal umzudrehen, dann mal die Augen zuzumachen. Einfach um auch die Peak Week zu nutzen, um Stress zu reduzieren, weil Stress macht eure Form schlechter und wenig Stress macht sie natürlich besser. So, deswegen versuche ich möglichst gut zu entspannen und habe dann jetzt noch ein bisschen länger geschlafen. Wir haben jetzt irgendwie 9 Uhr oder so. Und dann mache ich mir jetzt erstmal Frühstück. Ich habe mich gerade gewogen. Mein Gewicht war einfach bei 59,75. Also richtig low. So low war es die ganze Diät noch nicht und auch die letzten Jahre nicht. Habe meinen Formcheck an Stefan geschickt und gucken, was er gleich antwortet. Und dann geht es eigentlich auch schon ins Training, weil ich habe heute noch eine Posingstunde und noch einen Call. Und deswegen habe ich so ein bisschen Anschlusstermine, weshalb ich jetzt nicht total rumtrödeln kann. Genau, aber das gibt es jetzt erstmal. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt. Hier, ich freue mich einfach auf den morgigen Tag, weil morgen kommt nicht nur Hannah wieder, sondern ich wechsle auch mein Apartment. Bei gestern, ich hatte mir zweimal fast in die Hose gemacht, weil immer irgendwer im Bad war und ich so dringend auf Toilette musste. Ich war kurz davor zu klopfen, aber dachte ich auch so, nee. Aber ich hatte wirklich so eine volle Blase und heute Morgen dusche ich und der kommt einfach rein. Warum? Weil das Schloss nicht richtig funktioniert. Also man kann es mal abschließen, mal nicht und macht dann so, oh. Also ich bin an sich ein positiver Mensch und ich versuche mich nicht über unnötige Dinge aufzuregen. Ich reg mich gerade auch nicht auf. Aber solche Leute, oh, wie kann man so blöd sein? Dieser Besitzer von diesem Airbnb.
Naja, also deswegen freue ich mich sehr auf den morgigen Tag. Dann sind wir hier raus und haben ein richtig schönes neues Apartment. Also Stefan ist zufrieden. Er meinte, passt so, es wird auf jeden Fall härter und das ist eigentlich auch ganz gut. Aber es sollte jetzt nicht noch weiter runtergehen. Ich esse jetzt erstmal mein Frühstück. Es gibt Ei und ja, Zubereitung easy, einfach alles in die Pfanne und Deckel drauf und dann stocken lassen, bis es durch ist und dann aus der Pfanne nehmen und dann ist schon ready. Und es schmeckt richtig gut. Also ich liebe dieses Meal. Vor allem mit Peanut Butter drauf. Ich weiß, es sind eigentlich alle wahrscheinlich eher so Team Mandelmus, aber auf dem Ei ist Peanut Butter auch richtig nice. Also testet das mal und dann mache ich mich fertig fürs Training. Ich bin mit meinem Rückentraining fertig, habe jetzt eine Posingstunde und dann mache ich noch mein eigenes Posing und Mobility vorher. Und dann bin ich für heute durch und heute Abend steht noch eine Massage an. Da freue ich mich drauf. Die Posingstunde mit Miri ist durch, war ganz gut. Ich mache das schon sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen arbeiten wir wirklich nur an diesen Feinheiten. So ein bisschen den Fuß hier mal drehen und das vielleicht noch so ein bisschen abändern. Aber die Basics sind schon richtig gut. Startet im Herbst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bei mir gibt es jetzt noch einen Meter X. Und dann mache ich jetzt mal noch eine ausgiebige Session Mobility. Und eine ausgiebige Session Posing. Und dann suche ich mir einen Kaffee und arbeite. Natürlich einmal komplett durchgelaufen. Habe ich jetzt hier nochmal gerade in den Kaffee wieder gelassen, bevor ich zu meinem Massage von denen gehe, weil ich habe jetzt noch eine 3-4 Stunden oder so. Und jetzt habe ich zum Glück was gefunden, was da draußen ist, aber nicht im Regen. Ja. Und dann arbeite ich jetzt ein bisschen und dann wird es schön entspannt. Ich freue mich. Ich hatte so ein bisschen Nackenprobleme, die sind halt schon fast wieder weg. Aber die Massage wird mir sicherlich auch nochmal gut tun. Und dann esse ich dann vorher noch was, weil ich habe gerade ein richtiges Hühnchen. Und dann bin ich auch richtig gut heute unterwegs. Das ist mein Mealtiming. Hola! Das ist übrigens meine Bestellung, die ich jedes Mal im Restaurant mache. Eine Cola Zero und ein Americano. Und ich hoffe, dass es jetzt gleich aufhört zu regnen, weil ich muss doch noch los. Oh Mann, ey. Die Massage war richtig gut getan. Jetzt noch kurz einkaufen, weil ich brauche noch ein bisschen Gemüse. Übrigens Supermarktempfehlung, Konsum, da gibt es alles richtig gut und der ist direkt vor meinem Apartment, also sehr, sehr praktisch. Und dann gibt es wieder hier und da sehe ich schon wieder meinen komischen Vermieter. Oh Mann, ey, da hinten ist er. Ich mache hier mein nächstes Meal und schon ein bisschen Meal Prep für morgen. Übrigens so verrückt im Gym, die letzten Tage auch schon, ich glaube, sie ist Spanierin, trainiert da auch immer eine, die mit mir am Sonntag startet. Ja, und langsam hat man so das Gefühl, die Profis oder generell die Athleten trudeln wieder ein. Das Gym war heute richtig voll. Und dann sieht man so seine Konkurrenz und denkt so, ich habe mich jetzt über die eine Ader auf meinem Bein gefreut. Sie hat ungefähr 50 Adern auf ihrem Bein. Oh Mann, ey. Also die sehen schon richtig beeindruckend aus. Ich bin einfach total gespannt, wie ich da auf dieser Bühne aussehen werde. Ja, aber ich versuche einfach meine Bestform dahin zu stellen. Mehr kann man nicht machen. Und ja, hoffe, dass ich nicht den letzten Platz belege. Aber selbst das wäre ja okay. Weil man steht ja wirklich mit den allerbesten. Es ist auch nicht irgendein komischer Profi-Wettkampf jetzt in Europa, sondern der und Portugal, das sind halt so die größten Profi-Wettkämpfe in Europa. Und ja, da kommen ja einfach super viele hin, weil es ein guter Wettkampf ist. Und mit denen allein schon zu stehen, ist krass. Und egal, was ich da für Platz mache, ja, allein da stehen zu dürfen, ist einfach nur immer noch nicht real für mich. Aber wie gesagt, ich freue mich, reiß mir richtig den Hintern auf, beziehungsweise im Training ja und drumherum versuche ich halt wirklich echt zu entspannen. Die Massage hat heute echt gut getan. Mache mein Mobility, mein Posing, also die Dinge, die ich jetzt noch beeinflussen kann und versuche mich vor allem nicht verrückt zu machen. Genau. Ja. Und jetzt gibt es wieder was zu essen. Und heute habe ich übrigens dann ungefähr so 8 Liter getrunken. 10 Gramm Salz. Das mache ich den nächsten Tag auch nochmal so und ab Freitag wird geladen. Der Tag ist fast vorbei. Wir haben jetzt ungefähr 10 Uhr.
Ich nehme jetzt noch meine Subs und dann geht's ins Bett. Übrigens am Sonntag um 12 Uhr startet die ESN Week. Das bedeutet, ihr bekommt bis zu 50% Rabatt auf die Produkte. Also es ist die Aktion des Jahres. Es lohnt sich also definitiv zu bestellen. Und genau, also schaut da auf jeden Fall am Sonntag um 12 Uhr mal im Shop vorbei. Und seid schnell, weil ich wette, die Produkte werden richtig schnell ausverkauft sein. Ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen hier zusammenpacken. Oder ich mache das auch morgen früh. Das entscheide ich jetzt gleich mal spontan. Ich tendiere zu morgen früh. Genau, da verlasse ich ja mein Apartment. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das schaut. Und ja, freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wenn ihr das Video liked oder auch kommentiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.